Seid gegrüßt, Leute. Wir sind zurückgeflohen in eine hirnlose Rollenspielwelt. Und werden uns jetzt hier mal weiter umschauen. Da haben wir ein Glas. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Ja, dann nimm mal das große Glas. Das ist ganz schön festgesponnen, ne? Also, es ist leer. Hey. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Ja, man weiß ja, wie das läuft, ne? Geben Sie, wenn man sich richtig übel betrinken will, geben Sie mir das komischste Glas mit der seltsamsten Flüssigkeit. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Eine Säge könnte man brauchen. Nimm die Säge. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Vielleicht, ja. Ich hoffe doch mal. Ein mächtiger Zweiender. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Ich habe draußen gar nicht geschaut, wie das Gasthaus heißt. Betrachten wir mal die Rollenspiel. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Das ist von unserer Verwandtschaft. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Vielleicht kann ich sie ja verbessern. Ich verstehe zwar nicht, was da... Okay. Doch, die schöne Tür hat das Schild. Keep out! Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten, steht drauf. Ja, da steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Ach, Menno. Okay. Aber ich bin doch Server. Dann muss ich ja in meinen Raum gehen. So, schauen wir mal. Hier haben wir noch einen Karren. Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Ja, Mist. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Vergammeltes Getreide? Da wären doch bestimmt die Leute untot. Das Schild des Gasthauses. Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Das Gasthaus zum tänzelnden Eberkopf. Dort treffen wir uns. Ich war noch nie in einem Wirtshaus mit einem unsinnigeren Namen. Allerdings war ich auch überhaupt noch nie in einem Wirtshaus. Naja, ja, wer kennt das nicht? Ein ziemlich Abfluss, dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Ein ziemlich dreckiger... Okay, da unten dürfte die Kanalisation sein. Ja, das habe ich verstanden. Zur oberen Stadt. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Ich bin berechtigt. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Warum nicht? Wir sind doch Freunde. Wir sind wie alte ich ihn Kumpels. Unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. Arschloch. Mm, geht so. Ja. Was muss ich tun, um zum Erzmagier vorgelassen zu werden? Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Ja. Ja, natürlich. Und? Wo ist sie? Es ist eine unsichtbare Einladung. Es ist eine unsichtbare Einladung. Eine unsichtbare Einladung? So, so. Ja, ja, von der unsichtbaren Universität? Nie davon gehört. Also, wo ist die Einladung? Ja, okay, ich sag die Wahrheit, mein Hund hat sie gefressen. Mein Hund hat sie gefressen? Darauf werde ich nicht einmal antworten. Also, wo ist die Einladung? Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Ohne was? Doch. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Glaubst du ernsthaft, das funktioniert? Ein Versuch war's wert, oder? Nicht wirklich. Also, wo ist die Einladung? Nein, leider nicht. Na siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich.
Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Mhm. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Ach, das klingt auch gut. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Tod. Also, wenn ich einen Magier auftreffe, darf ich dann zusammen mit ihm in den Turm? Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Hm. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Dann gehe ich mal... Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Ach so, ja, das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich... Gyron Gilberwood eben der erste Magier in einer langen Reihe von Piraten werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Wie wird man denn Diplom-Magier? Wie kann ich denn Diplom-Magier werden? Du? Gar nicht. Doch klar, ich bin voll der Checker. Und wie können es andere werden? Es gibt Zaubererschulen. Ein Stück die Straße runter gibt's auch eine. Meister Markus Magische Magierschule. Allerdings hat Meister Markus sie schon vor Wochen dicht gemacht. Jetzt sitzt er den ganzen Tag im Gasthaus vor irgendeinem Rollenspiel. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Der ist voll gemein. Oh Mann. Ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, na ja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Das klingt nach einem Plan. Gehen wir runter zur Magierschule. Und wir müssen bestimmt irgendwie hier erstmal... Ah, Moment, wir haben doch noch draußen die Käfer gehabt. In Ordnung. Fang einen Käfer ein. Ich fülle einige Käfer ins Glas. So. Oh, Käfer im Glas. So, kann ich mit der Säge irgendwas machen? Zum Beispiel den Baum verschwinden lassen? Nein, oder das Schild verschwinden lassen? Nein, auch nicht. Okay, aber mit der Säge können wir bestimmt nichts machen hier. Vielleicht kann ich mit der... Oh, Bugs! Wir müssen Bugs ins Spiel integrieren. Oder auch nicht. Ja, dann nochmal mit den Spielern reden. Moin, Entschuldigung. Markus. Können Sie mir vielleicht ein Magierdiplom leihen, Meister Markus? Ich bräuchte... Psst, ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später. Aber ohne Magierdiplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus. Dann müssen wir wohl doch ins Serverraum. Es muss wohl sein. Ja. Was zum... Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. Betrachte Server, den haarigen Dämon. Betrachte das Schild. Online steht da. Was immer das heißen mag. Betrachte den Safe. Oh, hier ist ein Safe. Für Safe Games. Sorry, der musste sein. Der Safe ist abgeschlossen und ich kann ihn mit Sicherheit nicht knacken. Das hat weh. Betrachte den Stuhl. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Nehmen wir ihn weg. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl auf...
Das ist der Papierkorb. Was ist ein Papierkorb? Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Der Papierkorb ist leer. Das heißt, wir müssen ihn füllen. Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Arme Sau. Was Im Schrank da? Sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Wow, 16? Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Oh, dann nehmen wir mal ein paar Epics mit. Dann wollen wir mal den Dämon ärgern. Und jetzt den Stuhl ansägen. Hui, der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Okay. Er wird es kaum zulassen, dass ich den Stuhl ansäge, während er draufsitzt. Okay. Auf ein neues. Ich habe einen Plan. Moment, das haben wir gleich. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Es geht weiter. Auf ein neues. Hey, und jetzt bringen wir das durcheinander. Na, komm. Das wird nichts. Ich bin nicht schnell genug. Und wenn er mich beim Sägen erwischt, wird die Bestie kein Erbarmen haben. Ah, okay. Dann müssen wir also hier hinten den Ersatzstuhl ansägen. Säge den Stuhl an. Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Ja, ich denke mal nicht. Der Stuhl steht noch, dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. So, dann, Ich habe... Einsacken. So, schauen wir mal. Der Papierkorb ist leer. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh, da die Kippen von Server, ne? Die alte Rauch. Auf ein neues. So, vielleicht kann ich mir jetzt den Stuhl klauen. Oh, ist er wieder sauer. Scheiße. Ah, okay, jetzt tauscht er sie aus. Ich verstehe. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Aber zum Glück ist ja ein Dämon. Was ist los? Arg. Hier geht ja gar nichts mehr. Ist der Surfer gecrashed? Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Oh, verdammt. Ich hab hier bald die Faxen dicke. Da bezahlt man Monat für Monat viel Geld. Die Entwickler machen riesige Gewinne und trotzdem läuft nichts. Diese Kritik. Das ist doch alles Schrott bei denen. Alles völlig veraltete Technologie. Ihr reicht's, ich schreib eine Beschwerde. Wenn die ihre technischen Probleme nicht in den Griff bekommen, dann bin ich weg. Ich erst recht. Ausgezeichnet. Wie es aussieht, muss ich nur noch für ein zweites technisches Problem sorgen. Und die beiden hören endlich auf zu spielen. Okay, sehr gut. Okay. Die erste Beschwerde der Spieler ist schon mal im Papierkorb gelandet. Sehr gut. Karteikarten durcheinander bringen und dann vielleicht die Käfer auf den Stuhl hetzen. Ah. Ich glaube, ich habe die Datenbank schon genug strapaziert. Oh, schade. Ja, ist hier noch irgendwas? Irgendwas muss ich hier doch noch machen können jetzt. Was? So, was? Betrachte Server, den haarigen Dämon. Er scheint den Absturz gut überstanden zu haben. Schade. Da habe ich einmal den Server gecrashed und dann sowas, ne? Dann geht er gleich wieder. Oh, das ist noch... Oh. Ein kleines schwarzes Gefäß. Könnte ein Tintenfässchen sein. Oh. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Aber egal.
Ist nicht egal. What the hell? Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie ohne Magie. Ja, klar. So ist das mit der Technik, ne?